Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Walker, liebe Walker, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deiner Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel. Aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Walker! Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha! Gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Du hast viele Menschen hierher geführt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Salve, Eivor! Ad Meliora! Guten Tag! Wer war das denn? Octavian, ein seltsamer Mann. Du wirst ihn sicher mögen. Siehst du, dein Zuhause ist gleich da vorn. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis auf das, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er spricht auch zu mir, aber es laut auszusprechen, fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Und da wären wir. Schön. Wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Walker, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft. Ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Ich muss sehen, was du siehst.
Die Trolle werden dich holen. Ich sah eine Krone auf einem Waschbecken. Lag einfach da. Ich stahl sie, rannte, versteckte sie. Nun erfreuen sich die Maden daran. Sollen sie das alte Albion regieren? Schön, schön, geht bitte weiter. Gott liebt mich. Hilfe! Möge das Schicksal dir hold sein. Du, willst du erfahren, wie die Lage vor Ort ist? Umsonst ist das natürlich nicht. Nein. Später vielleicht. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön.
doch weiter. Verriegelt. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Ich brauche hier drüben Hilfe. Let's go!
zusammen, klar? Ich schaffe das nicht allein! Hey, hierher! Sollte versperrt sein. Sieh mal nach, Sühnen. Yeah.
sollen, Häschen. Verriegelt. Sehnen.